und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich komme gerade von draußen und oh mein Gott, wir haben so gute Laune. Das Wetter ist Bombe. Also ich habe ja gesagt, irgendwie soll dieser Schnee nicht lange anhalten. Und das hat er auch nicht. Also wir haben 19 Grad, nee, 15 Grad waren es 19, aber das war, glaube ich, weil es in der Sonne war. So sind 15 Grad, super warm. Ich habe nur diese ganz dünne Bluse angehabt und meinen dünnen Stoffmantel, also nichts Dickes oder so. Und Sportschuhe und es ist, die Sonne scheint, die Luft riecht und ist auch sehr warm. Und ja, total schön. Ich freue mich so. Es ist sehr windig, aber warmer Wind. Ne? Also ja, ah, herrlich. Da hat man direkt Bombenlaune. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann sofort so, lass mich irgendwas machen. Ja, auf jeden Fall kommen wir gerade vom russischen Laden und vom Action. Da kam bei beiden Läden nicht viel mit, aber ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Ich glaube, ich zeige euch erstmal die Sachen aus dem russischen Laden. Und zwar schon teurer geworden, aber trotzdem musste das mit. Nehme ich immer mit, wenn ich dort bin. So einen schönen, großen, Bund Dill. Kostet jetzt mittlerweile 1,69 Euro schon. Und das war früher mal 1,29, 1,19 so, ne? In dem Dreh ist halt teurer, aber trotzdem wunderschön und groß und günstiger als so. Ich liebe den Geruch. Ich muss so ein bisschen. Ich muss die gleich umfüllen. Semichki haben wir auch gekauft, also Sonnenblumenkerne. Die von Jin sind einfach die leckersten. Wir haben immer so eine türkise Packung eigentlich, aber die gab es jetzt nicht. Die sind dann noch gesalzen. Und das sind die auch normalen gerösteten, ungesalzen. Die sind auch sehr lecker, aber ich liebe halt am meisten gesalzen. Und ja, Dennis hat sich gerade welche rausgenommen in seine Jackentasche. Wenn er spazieren geht, dann isst er die gerne. Wir hatten schon echt lange keine Semichki mehr, weil wir so lange nicht zu diesem russischen Laden kamen. Ich habe so ein ganz bisschen mitgefilmt dort. Ja, das, was ich so konnte, wo ich dann halt dachte, okay, ich werde jetzt nicht schief angeguckt, ne? Habe ich halt so ein bisschen mitgefilmt, einfach nur so für so einen kleinen Eindruck. Es sind ein paar Sekunden, die blende ich euch dann ein oder habe sie schon eingeblendet. Genau. Und dann haben wir, ich glaube, dreimal diese hier. Die sind auch sehr lecker. Halt auch von Jin. Das ist diese blaue Packung. Die eine, die wir sonst meinen, ist komplett in der Farbe. Die sind dann halt auch so klein und schwarz. Also so klein und schwarz wie die hier. Nur halt mit Salzgeschmack. Und die sind halt groß und gestreift. Und auch Salzgeschmack. Ich finde die tatsächlich sogar noch besser jetzt. Also die hatten wir halt mal geholt, weil es die unsere üblichen Türkisen halt nicht, mal wieder nicht gehabt, die sind immer sofort weg. Also wenn ihr die mal seht, ihr könnt direkt zwei, drei Packungen nehmen, weil die sind sofort immer ausverkauft. Und dann haben wir halt auf die zurückgegriffen und ich finde die tatsächlich sogar noch besser, weil die so groß sind und das, weiß ich nicht, richtig lecker. Also, wenn ihr Sonnenblumenkerne mögt, dann kauft euch die hier. Aber von Jin sind alle gut. Die haben auch Kürbiskerne, viermal Yum-Yum-Nudeln, gibt es dort halt auch. Chicken ist bei uns, wenn wir die mal irgendwo hier in der Nähe finden von Yum Yum, auch immer sofort ausverkauft. Und dort gibt es die kartonweise. Ich mache aus Chicken, also aus Yum Yum Nudeln ja gerne Salat. Und ja, mein Sohn und mein Mann lieben das so, einfach mit Wasser halt aufgegossen zu essen. Dann viermal diese Käse, Cheese Strings Dinger. Ja, von der Marke, halt von Lackmann, sind halt günstiger. Die kosten 1,39. Aber auch schon wieder teurer geworden. Die waren auch früher günstiger. Dann habe ich einmal wieder so Erbsen geholt, so Stehlerbsen, halbierte. Ich liebe daraus Suppe zu machen. Und die waren gerade im Angebot für 2,09 Euro die Packung, glaube ich. Und dann habe ich zweimal Perlgraupen, weil es die bei uns auch irgendwie nirgendwo gibt in der Nähe. Dann habe ich direkt zwei Stück genommen. Ja, hier sind 800 Gramm die Packung bei den Erbsen. Bei den Erbsen auch 800 Gramm. Ja, und Perlgraupen liebe ich einfach. Ich klatsche die gerne in Suppen rein. Ich weiß nicht, ich mag die sehr. Und hatte ich halt, wie gesagt, schon lange nicht mehr, weil die nirgendwo bei uns verkauft werden. Dann einmal wieder diese Salami, auf die stehen wir jetzt total mit Alina. Diese Mini-Salami mit Nüssen. 2,79 Euro kosten die. Und ja, mit Haselnüssen ist die halt. Irgendwie ist es richtig lecker. Dann hatte ich so Durst auf Tomatensaft.
Und dann musste halt einem, ich hätte gerne auch mehr genau, aber das war die letzte. Und die war zwischen Säften versteckt. Also richtig so zwischen andere Säfte reingeschoben. Ich so, nö. Ich bin die rausgefischt. Ja, weil ich da so Durst drauf habe. Also das trinke ich auch gleich. Und der vom russischen Land, hatte ich glaube ich mal erzählt, ist einfach für uns der leckerste. So, sah so aus, als ob die irgendwie aufgegangen ist. Die war ganz unten in meiner Tasche. Auf jeden Fall mein allerliebster Möhrensalat. Karottensalat nach koreanischer Art. Und das ist der ohne Pilze, ohne alles. Einfach nur die Karotten und dann halt mit den ganzen Gewürzen. Ich liebe den. Also habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das auch selber machen kann. Aber ich finde den einfach leckerer. Also weiß ich nicht, manchmal sind Fertigprodukte einfach besser. Und das ist halt so ein Ding. Ich bin halt die Einzige, die den isst. Und mir reicht das bisschen auch. Der ist halt, ich kann kein Schaf eigentlich essen. Der ist aber scharf. Aber so lecker. Ich weiß nicht, ich kann da einfach nicht widerstehen. Deswegen kommt der jedes Mal mit, wenn wir dort sind. Und ja, das war's dann vom russischen Laden. Dann ist jetzt noch Action. Das mache ich auch einfach jetzt. Und beim Action. Carmen. Töpfe mit, aber es gab leider nicht so viel. Also alle sind gerade im Pflanzenmodus. Einmal diese zwei fand ich ganz hübsch. Für 1,99 jeweils. Ich weiß gar nicht. Das ist so... Ich glaube nicht, dass das jetzt Porzellan ist, aber halt so Ton oder so. Ne? Aber die sind halt, also ich fand die sehr hübsch. Gab es leider nur noch zwei Stück, habe ich alle beide genommen. Und dann brauchte ich für meine Pflanzen auch größere. Und da gab es diese Beetchen für 1,29 gerade. Aber auch nur noch zwei Stück. Sonst gab es nur schwarz und so ein Terrakotta. Aber das passt bei mir halt nirgendwo rein. Deswegen habe ich jetzt einfach ja, zwei in Beige genommen. Ist in Ordnung. Also die sind halt richtig groß. Und ja, ich habe da aber so zwei Pflanzen, die den Platz auch jetzt brauchen. Ja, und dann muss ich mal schauen, wenn ich an mehr Töpfe dran komme. Dann habe ich mir so ein Sketchbuch gekauft, einfach zum Zeichnen und so. Das ist so ein Papier, womit man halt besser skizzieren kann. Das ist auch etwas dicker und das hat auch nur 1,50 Euro oder so gekostet. Ja, ich habe jetzt... Dennis hatte mir ja diese Stifte gekauft und ich habe wieder angefangen, so ein bisschen zu zeichnen. Also ich bin gerade wieder am Üben, bin ja komplett raus, ich habe jahrelang nichts gemacht und schaue mir jetzt auf YouTube zwischendurch so Videos an mit Anleitungen und so, damit ich da wieder reinkomme. Und dann dachte ich mir, komm, ne, ich brauche auch vernünftigeres Papier. Ich habe jetzt so ein kleines, so eine kleine Kladde von meiner Tochter einfach genommen. Ja, dann brauchte mein Mann ein Ladekabel, hat er sich das genommen. 2,29 Euro kostet das und das ist halt 3 Meter lang. Dann, ach, hier ist ein Kassenbaum. Das ist der von Action, okay. Ich habe mir einmal diese Corncracker, also Maiswaffeln geholt mit Meersalz. Da ist halt so 4x25 Gramm, also in jedem sind, glaube ich, ist da eine oder zwei, ich weiß es nicht. 99 Cent kosten die und die, ja, kenne ich noch gar nicht und dachte ich mir, nehme ich mal mit meinem körnigen Frischkäse da drauf. Schon ganz lecker. Die kosten 1,19 Euro. Das sind diese Zero-Nudeln. Ich habe mir jetzt einfach von jeder Sorte eins genommen. Ich glaube, die zwei hatte ich schon. Oder so. Also irgendwelche zwei hatte ich schon ausprobiert. Auf jeden Fall Reis und dann eine von den Nudeln. Ich weiß jetzt aber nicht, was der Unterschied ist. Hier steht halt, also wir haben beide 9 Kilokalorien pro 100 Gramm und in jeder Packung sind 200 Gramm drin. Also hat eine so eine ganze Packung 18 Kalorien nur. Und ich weiß halt nicht mehr, welche ich hatte. Und ich finde, also das sind jetzt Spaghetti und das sind Nudeln. Und die sehen beide für mich komplett gleich aus. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach trotzdem beide genommen. Ja. Mal schauen. Und dann halt auch einmal diesen Reis. Und ich finde die ganz lecker. Also, der hat nur 7 Kalorien. Hatte ich, wie gesagt, schon ausprobiert. Müsst ihr einfach nur erwärmen oder könnt es mit eurem Gemüse und so anbraten. Oder in der Mikrowelle warm machen, aber man muss die halt vorher einmal waschen und dann halt könnt ihr damit alles machen, was ihr wollt. Und ich habe damit einmal Curry zum Beispiel gegessen, super lecker. Ich esse allerdings wirklich eine Packung alleine, also das ist, ich kann nicht. Also 100 Gramm ist für mich echt, davon würde ich nicht satt werden. Deswegen, ich esse die ganzen 200 Gramm alleine auch. Da habe ich mir jetzt wieder mitgenommen. Ich mag halt die Konsistenz, das muss man halt mögen. Ne? Die schmecken an sich so gut wie nicht, wie nach nichts. Aber die Konsistenz ist halt so ein bisschen so gummiartig und so, aber ich mag das. Ich mag das echt. Dann haben wir einmal, das hat mein Mann jetzt mitgenommen, 50 Meter mal 50 Milliliter, so ein Multiprose Tape. Ja, so ein
Tape halt. Braucht man ja immer. Wir haben keins mehr. Dann habe ich mir so 10 Kugelschreiber mitgenommen, weil wir haben so einen Haufen. Man kauft ja eigentlich, es ist wie Feuerzeuge. Irgendwie hat man es immer, ne? Aber ja, ich habe jetzt so einen ganzen Beutel Kugelschreiber gefunden und alle einmal durchprobiert. Und ich glaube, wir haben nur noch 2 oder 3 Stück, die funktionieren. Und das ist einfach definitiv zu wenig, weil die permanent bei uns auch im Haus verloren gehen. Deswegen habe ich jetzt noch mal 10 Stück genommen und die sollten erstmal reichen. Dass man Kugelschreiber kaufen muss. Also, ich weiß nicht, wann ich mal Kugelschreiber gekauft habe. Das ist echt so ein Ding, was man immer hat, ne? Man kriegt die ja auch meistens irgendwo geschenkt. Dann habe ich 2-mal diese Knoblauchbrote gekauft. Ich liebe die. Sind aber auch teurer geworden. Die haben früher 80 Cent gekostet, jetzt 1,39 €. Also wirklich viel teurer. Aber egal. Ich mag die sehr gerne. Die gibt es auch noch mit Tomate, Basilikum, glaube ich. Oder irgendwie so irgendwas, Tomate, irgendwas. Auch sehr lecker. Aber die gibt es so selten. Und ich glaube auch nicht im Action. Ich habe die von woanders geholt mal. Aber auch von Becky's. Ja, und aus denen mache ich gerne, wenn wir Besuch kriegen oder Gäste haben, gibt es fast jedes Mal bei mir. Jetzt am Geburtstag konnte ich sie leider nicht machen, weil ich keine Brote mehr hatte. Ich mache dann einfach so eine Eier-Käsemasse und dann mit Sprotten drauf, eingelegt in Öl, ne? Und ein bisschen Dill. Das ist so lecker zusammen, weil die so nach Knoblauch und Kräutern schmecken und knusprig sind, ne? Und dann, das weiß ich nicht, so richtig lecker. Und das war's. Das war unser Einkauf. Und das ist einfach krass, ne? Wie teuer alles geworden ist. Also auch im russischen Laden haben wir echt bei den Preisen nicht schlecht gestaunt. Manche Sachen waren gerade im Angebot dort, aber sonst schon nicht ohne da. Ja, aber jetzt haben wir, wie gesagt, einfach nur so ein paar Kleinigkeiten genommen. Das war jetzt nicht irgendwie ein Großeinkauf oder sowas. Einfach nur das, was wir so gesehen hatten. Wir sind eigentlich zum russischen Laden nur wegen den Semichki gefahren, also wegen den Sonnenblumenkernen. Und ja, zur Action wegen dem Kabel nur. Und dann ist irgendwie, ja, ist ja immer so, ne? Man kann ja nicht nur mit einer Sache, vor allem nicht mit mir, nur mit einer Sache rausgehen. Genau, und das war's. Ich würde dann jetzt alles verräumen und uns Pelmeni abkochen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich setze gerade das Wasser für die Pelmeni auf und das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich tue da immer Pfeffer rein, also Pfefferkörner. Ich mache ja 1,6 Kilo, deswegen ist das so echt so ein großer Topf. Dann auf jeden Fall, ja, Salz und ganz, ganz wichtig, Lorbeerblätter, getrocknete, bekommt ihr eigentlich überall. Ich hole sowas halt auch aus dem russischen Laden, ist dort einfach günstiger. Ich habe da direkt so einen riesen Beutel mal gekauft. Und ja, ich koche jede Suppe, jede Brühe immer mit Lorbeerblättern, genau. Ja, das Ganze darf jetzt aufkochen und dann kommen die Pelmeni rein. Die kochen ja nur so ungefähr 5 Minuten und das war's. Dann nur noch in Butter schwenken und die haben dann einen richtig leckeren Geschmack. Und weil wir auch keine Suppe haben, dachte ich mir, und wir ja von meiner Schwiegermama auch Gurken geschenkt bekommen haben, mache ich jetzt eine Gurkencremesuppe. Die gab es schon ewig nicht mehr und das schöne warme Wetter verleitet irgendwie zu so einer leichten Cremesuppe. Wobei, so leicht ist sie dann gar nicht wegen der Sahne, aber ja, dieser Gurkengeschmack ist dann halt. Also, das ist irgendwie eine leichte Cremesuppe, würde ich sagen, doch. Die ist sehr, sehr lecker. Und ich mache das in meinem Thermomix. Geht einfach schneller und einfacher. Zuerst müsst ihr eine kleine Zwiebel und eine Knoblauchzehe zerhacken. Das könnt ihr auch mit der Hand machen. Ich habe das früher immer ohne Thermomix gemacht. Einfach nur klein in kleine Stücke schneiden und dann in Öl anbraten. Ich mache es, wie gesagt, hier drin. So, das waren jetzt einfach 3 Sekunden. Nee, Quatsch. 5 Sekunden auf Stufe 7. So, nicht 3. Ich schiebe das mal hier alles runter. Das wird nachher eh püriert. Das ist nicht schlimm, wenn das jetzt nicht so richtig klein geworden ist. Jetzt kommt ein bisschen Öl rein. Das ist alles nach Gefühl, ne, bei mir. So, oder war das schon zu viel? Ja, egal. So, Deckel drauf und dann lasse ich das einfach bei Varoma-Stufe 2 Minuten andünsten. So, ich hoffe, man sieht das jetzt gut. Ich habe hier gerade leider nur mein blödes Stativ gefunden. Aber ich schneide jetzt die Gurken in so grobe Stücke. Also wirklich eine ganze Gurke benutze. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch
Ich habe da auch noch eine halbe, ob ich die auch noch reinschmeiße, aber ich glaube, eine wird reichen. In so grobe Stücke einfach und dann halbiere ich die nochmal. Die Zwiebeln und der Knoblauch sind ja schon angedünstet worden. Thermomix hat gerade schon gepiepst. Auf jeden Fall ja, kommen die jetzt auch in den Thermomix rein. Und wenn ihr keinen habt, müsst ihr einfach nur... So. Dann könnt ihr sie einfach nur in auch so halbe Scheiben schneiden, aber in schmal. Also nicht so dick, sondern einfach in ganz schmale Scheiben würde ich das dann machen. Oder in kleine Stücke würfeln, keine Ahnung. Und dann einfach so zusammen anbraten, weil ich werde das jetzt auch gleich wieder zerhäckseln hier drinnen. Und ohne Thermomix habe ich das halt auch immer so gemacht. Teilweise habe ich sogar gerieben, wenn ich das hinterher nicht unbedingt pürieren wollte mit so einem Stab, ne? Aber ja, ich empfehle einfach dann in so Würfel zu schneiden, alles anzubraten zusammen und dann am Ende wird das dann püriert halt. Das schmeckt dann am allerbesten. Genau, und das mache ich jetzt. So, ich habe es klein gemacht. Jetzt tue ich eine Tasse Wasser rein. Also so ein, ich weiß nicht, 250, 300 Milliliter. Schieb mir das hier nochmal alles runter. Dann tue ich so eine Packung Sahne rein. Ihr könnt jede nehmen, die ihr da habt. Ich habe jetzt halt die 7%. Damit koche ich eigentlich immer. Genau, die kommt jetzt noch mit rein. Dann Salz, Pfeffer nach Geschmack. Ja, könnt ihr halt würzen, wie ihr möchtet. Gemüsebrühe könnt ihr noch reinmachen. Gemüsebrühe könnt ihr noch reinmachen. Und ganz zum Schluss mache ich dann noch frischen Dill rein. Ich habe die Suppe jetzt umgefüllt in so einen kleinen Topf. Da kommt ja gar nicht so viel raus. Ich mische jetzt einfach noch etwas Dill dazu. Und rühre es um. Und fertig ist sie schon. Also die ist auch sehr, sehr dünn und leicht. Ich finde... Die schmeckt auch kalt sehr gut. Also im Sommer zum Beispiel, wenn es so heiß ist, müsste man die auch nicht mal aufwärmen. Ich finde, die ist auch so ganz lecker. Das Einzige, was ich nur vergessen habe, ist, als ich die Zwiebeln und den Knoblauch angebraten habe, hätte ich noch einen Esslöffel oder zwei Esslöffel Mehl dazu tun können. Das habe ich voll vergessen. Jetzt ist die halt sehr flüssig. Aber wie gesagt, mir macht das nichts aus. Und sie schmeckt halt trotzdem gut. Das ist jetzt halt keine richtige Creme-Creme-Suppe, so festere, sondern halt eine... etwas dünnflüssigere, aber und ich habe es auch nicht komplett püriert. Also wie gesagt, wenn ich das, als ich das im Topf gemacht habe früher, ich habe noch so ein bisschen Dill, ich mache das auch noch rein, ja, dann habe ich auch manchmal einfach nur die Gurke gerieben und dann gar nicht mehr püriert, weil ich das mochte, ne, so auf Stückchen zu beißen. Und ich weiß noch, dass mein Sohn die Suppe auch sehr geliebt hat als Baby. Ja, die ist halt auch extra jetzt nicht so stark gewürzt für die Kinder, also für die Kleine halt auch, ne? Und da, dadurch schmeckt die halt einfach ja, sehr nach Gurke, ist sehr lecker. Und ja, ihr könnt dann halt ein bisschen mehr Pfeffer reintun, Gemüsebrühe, ne, damit das so ein bisschen mehr Wumms hat, sagt man, glaube ich, ne? Aber ich finde die halt auch so ganz lecker. Auch so ein Schuss Zitronensaft ist ganz gut. Ja, halt so als Idee. Gurken sind ja zurzeit wirklich sau, sau teuer. Deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Aber, also mit diesen teuren Gurken, aber ich habe ja... welche von meiner Schwiegermama bekommen und ich habe jetzt immer noch drei Gurken im Kühlschrank. Deswegen hat sich das jetzt einfach angeboten, mal wieder diese Suppe zu machen. Und ja, ich hoffe, man erkennt hier irgendwas. Ja, das ist ja dieses Set, was ich meinte, was man mir mal gekauft hatte. Das ist so cool. So ein Sketching-Set, da ist alles bei. Sogar solches Papier zum Zeichnen, aber da traue ich mich noch nicht dran. Ja. Das habe ich hier schon alles rausgenommen zum Schattieren. Hier sind halt verschiedene Bleistifte in verschiedenen Dicken. Und die sind richtig, richtig gut. Das hat 4 Euro gekostet, ne? 4,50 oder 4,50. Und das andere 3,50 Euro. Nee, 4 Euro, ne? Das ist so ein Knet-Radiergummi auch. Richtig cool. Das ist so ein Stiftehalter, falls die mal ne, zu klein sind und so nicht mehr so bequem zum Halten sind. Dann kann man die halt hier reinklemmen und dann weiter benutzen. Ja, damit habe ich auch ein bisschen schattiert schon. Anspitzer und hier, das ist diese Kladde, die ist voll cool von meiner Tochter, sie benutzt die gar nicht. Habe ich jetzt genommen und ja, mich mal so versucht, also ja, was soll ich sagen, ne? Es geht, Übung, Übung, Übung fehlt, bis zum geht nicht mehr und ich habe auch noch nie so gezeichnet. Sagen, ne? Sagen, ne? Üble, üble, üble. Ja. Auf jeden Fall. Was?
übe noch, damit du besser bist als ich. Das habe ich doch gezeichnet, so als Vorlage für dich, damit du mal... Ach so, damit ich abgucken kann, ne? Ja, damit du mal siehst, so wie das überhaupt... Dankeschön, danke. Ich wünschte, ich könnte das so... Das war gerade mal so mit linker Hand. Ah, ja, du, ja. Und mit einem normalen Bleistift, nicht mit diesem guten hier, ne? Nein, das war mit einem stinknormalen, diesen 1-Euro-Dinger für 10 Stück, die es gibt, so 10 für 1 Euro, diese gelben. Nicht so ein Sketching-Set hier, ne? Nee, richtig cool. Also man muss echt mit verschiedenen Dicken arbeiten, mit verschiedenen Stärken. Aber das macht richtig Spaß. Ich habe aber wirklich noch nie so mit Schattierungen gemalt. Also früher habe ich eher so Comic-mäßig habe ich sehr viel gezeichnet. Aber ja, ich versuche mich jetzt an sowas. Und dann habe ich mich an einem Auge versucht. Das sieht so bescheuert aus. Was ist das? Ich dachte noch, ich habe nämlich so ein Video gesehen, die hat gezeigt, wie das geht. Und ich dachte noch, ach ja, cool. Das hier war jetzt auch so der erste Versuch, einfach erstmal so ganz grob, ne? Und dachte ich, ach egal, wenn die Wimpern dann drauf kommen, sieht das schon realistischer aus. Das wird dann ein bisschen besser aussehen. Also ganz ehrlich, ohne Wimpern sah es besser aus. Ich dachte, die Wimpern sind das Einfachste, aber das ist so schwer. Ja, ich habe hier auch nicht mehr richtig schattiert und so. Also ich will das nochmal komplett neu machen. Irgendwie hat mich das total demotiviert. Aber daran sieht man, ne? Du kannst nicht einfach die Stifte nehmen und direkt malen. Das ist alles Übung, Übung, Übung bis zum geht nicht mehr. Ich weiß noch, meine Mama ist ja Künstlerin. Das ist mal so, ich sitze hier gerade. Also meine Mama ist ja Künstlerin und ich weiß noch ganz, also als ich kleiner war, hat sie angefangen, Porträts zu zeichnen. Und da hatte sie auch noch so Vorlagen gebraucht und so. Und jetzt malt sie so wunderschöne Porträts, einfach frei Hand und guckt sich einfach halt das Bild an, ne, und malt dann diese Porträts. Das sieht so, so schön aus. Mit Kohle macht sie das immer, mit Kohlestiften. Und ich halt benutze jetzt Bleistifte. Ich möchte nämlich erstmal so überhaupt wieder in dieses Zeichnen kommen, auch mal freihand, ne? Nicht irgendwie was abgucken, sondern wirklich mal so meinen Gedanken wieder freien Lauf lassen, so wie früher. Meinetwegen auch wieder so in diese Sketch, Comic, keine Ahnung, Manga-Richtung vielleicht, mal gucken. Aber jetzt gerade habe ich echt sehr Lust auf dieses Schattieren, realistisch, und mal gucken. Und dann sehe ich die ganze Zeit so Videos mit Wasserfarben. Ach, das sieht so schön aus. Damit habe ich auch noch nie gemalt. Ich habe wirklich früher mit Kohle einfach ein bisschen gemalt, ne? Aber es ist schon echt ewig her. Und sonst halt, ja, mit Bleistiften, ne? Aber nicht so extrem schattiert. Also ich hatte jetzt nicht zigtausend Bleistifte und sowas. Ja, aber macht schon Spaß, ne? Das macht echt Spaß. Hat echt gefehlt. Ich habe früher wirklich, das war auch, seit ich ein kleines Mädchen bin, seit noch bevor ich in den Kindergarten gegangen bin, habe ich schon gemalt. Und immer, ich weiß es noch, bin ich vor allen aufgestanden und habe mir dann immer mein Malzeug rausgeholt. Also ich hatte 1000 Buntstifte, alle Farben, alle Filzstifte in allen Farben und so. Habe so viel gemalt als Kind. Immer vor dem Fernseher lag ich dann so auf dem Bauch in meinem Pyjama. Und auch während alle geschlafen haben, habe ich dann halt nebenbei so Kinderfilme geguckt. Na, aber mehr mich aufs Malen konzentriert. Und auch in den Schulprojekten, weiß ich noch. Ich musste immer die Plakate machen für uns alle. Also wenn wir dann so Referate gehalten haben, musste ich die Plakate gestalten, die Deckblätter gestalten für unsere Mappen. Ich habe das auch freiwillig sehr oft gemacht, dann auch in Kunst, weiß ich noch, egal welches Projekt, ich musste für meine Freundinnen immer mitmalen, auch in der Grundschule und im Kindergarten habe ich sogar mal Wettbewerbe gewonnen, also das war echt, echt schön, aber das war halt, ja, Kindermalen, ne, so das jetzt mit 30 sieht das jetzt so aus wie damals, also wie Kindermalen. ja, aber, weiß nicht, also es ist einfach schön und Kunst, finde ich, ist auch immer schön, also egal. Es gibt immer jemanden, der deine Kunst schön findet und Kunst ist ja wirklich so eine Interpretationssache. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wie man in Deutsch, ich hoffe, ihr hört mich auch, der Fernseher läuft noch, ich habe jetzt aber keine Lust, die Fernbedienung zu holen, die ist ja irgendwo. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man, ja, ich glaube überall, aber halt hier in Deutschland jetzt im Schulsystem zum Beispiel, ne, warum da Kunst bewertet wird. Ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so, ne, dass wenn man Kunst hat als Unterrichtsfach, dass es dann auch bewertet wird. Ich finde, du kannst das Kind bewerten, je nach Motivation. Macht es mit oder baut es nur Blödsinn, gibt es ja auch, ne? Nimmt es die Sache ernst, gibt es sich Mühe, dann finde ich, kannst du es nicht bewerten. Also ich finde, jeder, der in einen Kunstunterricht geht, hat schon mal eine Eins verdient. Und dann kannst du es dir nur mit deiner Art versauen, sage ich mal, indem du halt ja schon zeigst, ich habe keinen Bock darauf oder dann wirklich nicht mitmachst oder ne, so. Aber wenn ein Kind einfach talentfrei ist und es nicht kann, dann ist es halt so, dann sieht es halt komplett anders aus als bei den anderen oder anders als vorgegeben. Aber wenn du als Lehrer jetzt sagst, so, wir machen heute was mit
keine Ahnung, ihr müsst jetzt Bäume zeichnen. Schaut euch da einen Baum an oder pauscht da diese Blätter ab und erweitert das oder so. Kannst du doch nicht bewerten, wenn bei einem Kind der Baum realistischer aussieht als bei dem anderen. Also ich finde da eine Bewertung echt unfair. Also ich weiß ich nicht. Vielleicht bin ich die Einzige, die so denkt, aber ich finde, Kunst ist halt Kunst. So denke ich halt immer. Und ja, Kunst ist halt auch üben, 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 ne? Wirklich. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Manche haben Talent, manche nicht, aber jeder, egal ob Talent oder nicht, muss üben. Ich möchte da halt unbedingt wieder reinkommen. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und eigentlich ist ja mein anderes Hobby auch Nägel machen. Da kann man ja auch sich so künstlerisch austoben. Aber wie ihr schon seit mehreren Videos seht, ich habe gar keine Nägel. Weil das halt wirklich Zeit raubt. Das dauert Stunden, vor allem bei einem selber. Habe ich schon so oft, glaube ich, gesagt. Jedes Mal rechtfertige ich mich, warum auch immer. Und ich kann halt weder mir Nägel machen, noch anderen. Habe aber alles da. Würde das auch gerne mal vernünftig lernen, auch schneller werden und so. Aber das ist halt auch so eine Sache, da musst du jeden Tag dran sein. Und mit der Kunst ist halt so, ich kann immer, auch so im Bett meinetwegen, halb auf meinem Knie noch irgendwas da probieren und üben. Es muss ja nicht perfekt sein, ne? Es geht halt um diese Fertigkeit wieder reinkriegen und einfach um die Fantasie. Das, weiß nicht, macht Spaß. Also ich würde so gerne mal Augen malen oder diese Tropfen da schön hinkriegen können und so, ne? Dieses Schattieren lernen, wenn Licht darauf fällt, wo fällt dann der Schatten und so hin, ne? Das ist ja schon so eine Wissenschaft für sich und interessiert mich total. Und mal gucken, vielleicht traue ich mich dann auch, ich habe ja noch so ein Set bekommen von meinem Mann mit Buntstiften. Vielleicht traue ich mich mal auch an was Buntes. Mal gucken. Ja, soweit von mir. Ich würde dann jetzt mal weiter zeichnen üben und mich auch schon verabschieden. Ist mal wieder Laberei geworden, ohne Ende. Aber ja, ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.